Hallo und herzlich willkommen zum Wetterupdate der KW48 vom 26. November bis 2. Dezember 2018. Der Start in die Woche fängt bei minus 2 Grad in Mecklenburg-Vorpommern bis plus 5 Grad im westlichen NRW ziemlich grau und durchwachsen an. Im Süden regnet, schneeregnet oder schneit es häufiger. Sonst ist es bei örtlichem Schneegriesel oder Spülregen recht kühl. Es werden nur 2 bis 7 Grad erreicht. In der Nacht zum Dienstag und auch noch am Vormittag schneit es im Voralpenland bis zu 10 cm. Bis am Abend können 15 cm zusammenkommen, örtlich auch mehr. Teils setzt auch zur Tagesmitte und so zum Abend wieder Tauwetter ein. Zum Nachmittag klingen dann die Schneeschauer langsam ab. Bei minus 3 bis minus 1 Grad. Im Rest des Landes bleibt es trocken, aber bedeckt bei plus 3 bis plus 6 Grad. Der Mittwoch startet unter klarem Himmel vom Bayerischen Wald bis nach Rügen bei minus 9 bis minus 1 Grad ziemlich kalt. Vom Westen her zieht aber rasch ein Regenband durchs Land. Niederschlag gibt es aber dennoch nur regional bei 4 bis 8 Grad plus. Am Donnerstag regnet und schauert es großflächig nördlich von Baden-Württemberg und Bayern. 4 bis 13 Grad werden erreicht. Sonst ist es recht kühl. Im Erzgebirge besteht die Möglichkeit auf Eisregen. Dieser zieht sich bis zum Samstag fort. Minus 5 bis 0 Grad werden dort nur erreicht. Wöchentlich, also in der ganzen Woche, sind in dieser Region auch Dauerfrostwerte zu erwarten. Auch am Freitag ist es sehr verregnet, 8 bis 12 Grad werden erreicht. Nur in den östlichen Mittelgebirgen kommt es bei minus 3 bis plus 1 Grad zu Schnee- und Graupelschauern sowie Eisregen. Am Samstag bleibt es überwiegend wolkig bis bedeckt, aber zunächst trocken. Zum späten Abend ziehen Regenschauer aus westlichen Richtungen zu uns hinein. Bis zum Mittwoch kommender Woche wird es also ziemlich nass. Am Montag können wiederum 16 Grad warm werden und bis zur Wochenmitte kühlt es sich wieder rasch ab. Ob es wirklich so warm wird und ob wir den Dezember weiterhin so mild verbringen werden, das steht bis jetzt noch in den Sternen. Fakt ist, dass es in den nächsten Wochen mild bleiben soll. Und in einigen Regionen auch etwas kühler bleiben soll, sodass es sich ausgleicht, so ein bisschen zumindest. Aber wie es jetzt genau wird, das besprechen wir am nächsten Sonntag. Ich wünsche euch eine schöne Woche und wünsche euch einen schönen ersten Advent nächste Woche. Ciao, ciao!